Genau, ursprünglich haben wir letztes Jahr schon uns überlegt, wo könnte die Reise mit Captain Sun hingehen? Wir müssen wechseln, was können wir tun? Irgendwann kam dann der gute Black Friday, es hat ordentlich geknallt bei uns, was dann ja, einen richtigen Anstoß gegeben hat, ordentlich Gas zu geben, sodass der Plan war, schon da zum nächsten Jahr oder spätestens Mitte des nächsten Jahres das Projekt quasi fertig zu haben, um uns gut mit dem neuen System auf Weihnachten vorbereiten zu können. Spryker als System ist modular aufgebaut. Wir können uns entscheiden, welche Module nutzen wir, welche Module nutzen wir nicht. Das heißt, wenn wir in Zukunft neue Systeme an Spryker anbinden wollen, ist eine API, die vollumfänglich ist, natürlich von sehr großem Vorteil. Dies bringt uns maximale Flexibilität, um Zukunftsprojekte, die, ja, wo man vielleicht auch einfach nicht weiß, was in der Zukunft kommt, aber man hat immerhin die Möglichkeit. Also die Flexibilität war ein sehr großer Punkt. Daneben Skalierbarkeit, Stabilität des Systems, Dinge, die ja, in unserem letzten Shop-System aus verschiedenen Gründen nicht so gut funktioniert haben, ist natürlich das, worauf wir bei der Implementierung jetzt auch viel Wert gelegt haben. Und zum anderen auch mit dem API-Ansatz, der uns gut gefällt, um zukünftige Systeme auch an das E-Commerce-System anbinden zu können. Die Entscheidung, am Ende auf Spryker eine technologiegetriebene Entscheidung. Also der Stack von Spryker hat uns einfach sehr angesprochen aus Developer-Sicht. Klar, Developer-Happiness irgendwie auch ein Thema. Wie kriegt man Leute dazu motiviert, an etwas zu arbeiten und das jeden Tag? Zum anderen aber auch durch die Technologie und den Stack einfach die Skalierbarkeit, die gegeben ist. Wir glauben daran, dass so eine Trennung von Daten einfach super viel Sinn macht, wie der Stack aufgebaut ist und das auch mit ein großer Teil der Entscheidung war. Wo wollen wir hin? Wo kommen wir her? Wir kommen aus einer Welt, die schnelles Wachstum bedeutet, als junges Unternehmen immer schnell gewachsen, vor verschiedenen Herausforderungen gestanden, also viele Features immer gebaut, weil es einfach ja, der Markt wollte quasi, also viele Sachen getan, die wir machen mussten, leider weniger optimiert an dem ganzen Shop-System. Also die KPIs, auf die wir jetzt auch initial sehr viel Wert legen werden, ist vor allem PageSpeed, gerade mobil. Wir haben einen sehr, sehr hohen Mobile-Traffic-Anteil, der ja, weit über den Marktdurchschnitt ist. Gerade weil wir eben aus der Instagram-Welt kommen und da viel Traffic herziehen, ist es eben umso wichtiger, dass wir mobile gut aufgestellt sind. Das heißt nicht nur UX und UI, sondern eben auch PageSpeed, was natürlich direkten Einfluss auf die mobile Conversion Rate hat. Das sind auf jeden Fall KPIs, die wir uns besonders angucken werden und auf die wir natürlich auch langfristig optimieren. Technologie-Ownership ist für uns ein wichtiger Punkt. Wir haben uns natürlich verschiedene Systeme angeguckt, aber um ja, das Wachstum am Markt und die Flexibilität zu haben, immer reagieren zu können, ist es wichtig, Dinge selbst zu tun, sie voranzutreiben, jederzeit agieren zu können, umentscheiden zu können, was sind die Prioritäten kurzfristig und eben nicht nur langfristig. Deswegen Technologie-Ownership ein großer Punkt für uns. Wir bauen ein MVP, heißt wir haben mit knapp 4 Monaten Projektlaufzeit einen Status erschaffen, der fast an das alte Leitsystem angeht. Wir haben uns aktiv dafür entschieden, ein bisschen was wegzulassen, um dafür früher live gehen zu können und schneller zu lernen und optimieren zu können. In der vollen Ausbaustufe mit allen Features, die wir am Ende haben wollen, werden wir ungefähr bei 6 Monaten liegen.